Willkommen bei einer neuen Folge 30 Minuten mit, wo ich euch aus meiner stetig wachsenden Bibliothek die ersten 30 Minuten des Spiels vorstellen möchte. Heute ist es FIFA 16 auf der Xbox One X. Also seid gespannt und bleibt dran. So, da sind wir. Machen jetzt auch den Game Sound an und die 30 Minuten starten auch schon mit FIFA 16. Lang ist es her. Lang ist es her. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich FIFA 15, 16, 17, 18, 19 und 20 jeweils 30 Minuten angespielt habe. Ihr könnt es auch bei mir in der Playlist gucken und anschauen, falls ihr mal einen Vergleich haben wollt. So, wir wollen keine Verbindung. Okay. So, was können wir denn überhaupt spielen in dem Modus? Erstmal haben wir hier Online-Freundschaftsspiele, Rivalen, FIFA 16 Live-Inhalte und ein Intro, was ziemlich laut ist. Spielen können wir Anstoß, ein schnelles Spiel mit zwei Teams, eine neue Karriere können wir beginnen. Wir können Skillspiele machen, verbessere diverse Minispiele, dann können wir ein Ultimate-Team starten, neues Turnier und ein Länderspielpokal der Frauen. Online können wir Seasons, Co-op-Seasons, Online, Pro-Clubs, Matchday Live, muss ich mich einloggen, formstarke Spieler und so weiter und so fort. Und Anpassung ist wie Einstellung. Wir wollen mal gucken, schnelles Spiel mit zwei Teams, Ultimate, Karriere, wir starten mal eine Karriere. Mal gucken, wie es aussieht. Eine Spielerkarriere. Deutschland, Bayern München. Nochmal, ich bin kein Bayern München Fan. Ich bin überhaupt kein Fan von irgendeinem Verein. Ich spiele das neutral. Ich nehme Bayern nur, weil es die stärksten sind im Spiel. Okay, weiter. Warnung, möchtest du mit dem Standard? Ja, möchte ich. Erstelle echten Spieler nutzen. Wen nehmen wir denn mal? Wir nehmen den stärksten Robben. Ne? Jo. Yep. Bekanntes Talent für neue Saison. Da sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. In all den Jahren hat sich ja sehr viel verändert. In allen FIFA-Teilen. Und so könnt ihr das mal vergleichen selber und sehen, was hat sich verändert, wie ist die Grafik, wie ist das Spiel. Okay, Zentrale weiter. Spielen. Dann wollen wir mal klassisch. Heim, auswärts. Wir spielen nur Robben. Und hoffen mal, dass sie uns den abgeben. So, passe den Ball zu dem Mitspieler, der die Hand hebt mit A. Okay. Wir freuen uns auf dieses Gruppenspiel im American Challenge Turnier. Was erwartest du dir von diesem Spiel? Naja, wir haben ja von beiden schon gehört, wie wichtig sie dieses Turnier nehmen. Von daher dürfte es eine spannende Partie werden.
damit läuft sie, die Gruppenphase. Die erste Partie ist angepfiffen, wichtig, direkt gut in den Wettbewerb zu starten. So gehen es die Bayern also heute an. Bei ihnen wird heute in der 3-5-2-Formation gespielt. Einwurf, sofort ausgeführt. Oh, was? Drecksack. Ich bin ja gespannt, wie gut die Teams hier schon in Form sind. Diese Spiele in der Vorbereitung sind ja auch tatsächlich wichtig. Ja, hier schaffst du die Grundlagen für eine gute Saison. Umso besser, ohne Grätsche mit X. Das ist ein echter Gradmesser. Und jetzt der Schuss. Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Warte mal, können wir das auch noch ändern, dass wir alle Spiele sofort wieder spielen? Nee, dann machen wir das nächste Spiel. Weil das ist ein bisschen lame. Aber egal, ich hab's mir so ausgesucht. Und Lahm. Gute Aktion von Robben. Robben! Da ist er! Der erste Treffer in diesem Spiel. Er hat auch gleich schon... Das war eine ganz enge Kiste. Robben, guckst du an, guckst du an. Der Querlatte, wow. Direkt ins Tor. Und das kannst du so natürlich nicht planen. Egal. Tolles Tor. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Super. Ah, Jan Robben. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse! Was macht der denn da? Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Gehen wir wieder von außen, wa? Ha, überrannt. Robben zieht vorbei. Das war keine wirkliche Herausforderung für den Torwart. Ein wenig Lärm. Schuss, André. Was? Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. João Plata, der geht daneben. Aber Gott sei Dank. Wäre schlimm, wenn der reingeht. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Peter Cech ist zu Arsenal gewechselt und verlässt Chelsea. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Robben. Robben! 2-0! 2-0! Er ist heute richtig gut drauf. Robben. Er macht hier sein zweites Tor. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Jawohl, voll durch die Hände. Guckst du an. Schwing.
Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. Das ist jetzt eine Chance. Robin schießt. Übers Tor weg. Übers Tor weg. Ja, da hat eigentlich alles gestimmt, nur der Abschluss nicht präzise. Hei. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Jetzt Ribéry. Vorhin Ribéry ist ja wirklich immer wahnsinnig schwer auszuhalten. Ja, der hat einfach die nötige Kreativität. Der kann besonders Dinge sich so den Ball wegnehmen. Und unglaublich. Und solche Spieler brauchst du vor allem gegen tiefstehende Gegner. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Okay. Boateng am Ball. Passen. Oh, noch nicht so. Jetzt wieder die Bayern. Jetzt, gib her. Robben macht jetzt einen auf Einzelkämpfer. Jetzt für Robben. Und klasse durchgesetzt. Robben! Wieder war es, na klar, Robben. Und da macht er den Dreierpack perfekt. Eine überragende Leistung. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Drei Tore. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Auch noch. In den Medien hört man Gerüchte über sein bevorstehendes Karriereende. Was aber immer noch seine Entscheidung ist. Er wird da gut drüber nachdenken. Rode. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Okay, Schuss anregen ist aufs Tor. Okay. Olave. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Der rennt da jetzt alleine durch. Komm schon, Robben. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Da haben sie sich gedacht, nee, so einfach mache ich es dir nicht, Robben. Da wird er unter Druck gesetzt. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Ja, gib ihn mir. Und so wird das nichts, den hält der Torwart natürlich. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Wie wird die Ecke? Ribéry macht die Ecke. Ja,
Der Ball wurde weggefaustet. Da gibt der Freistoß. Gute Möglichkeit. Für wen? Für wen? Für mich? Für mich? Yes, Sir. Wo ballern wir denn jetzt hin? Wo ballern wir denn jetzt hin? Gezirkelter Schuss. Halten. Okay. Der Ball fliegt Richtung Tor. Die erste Hälfte haben sie komplett verpennt. Drei Treffer müssen in Durchgang 2 aufgeholt werden. Was meinst du bisher über Robben? Eine überragende Leistung von ihm bisher. 3 Tore in einem Durchgang. Das ist Wahnsinn. Robben, Robben, Robben. Robben! Bam, bam. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. Robben! Tor! Der Torhüter war dran, aber nicht mehr entscheidend. Die Grätsche. Und klasse durchgesetzt. Robben! Wieder war es, na klar, Robben. Und wieder da macht er den Dreierpack perfekt. Eine überragende Leistung. Robben zieht ab. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. So, Spiel fortsetzen. Oder? Kann man noch was ändern? Einstellung, Trainer. Status anzeigen. Spielinfo. Einstellung. Multiplayer-Kamera, Einzelspieler-Kamera. Okay, das kann ich hier wohl nicht mehr ändern. Schade. Oder ich sehe es einfach nicht. Und setzen wir es fort. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht, der hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Wer? Ich? So, können wir doch ändern. Los geht's, Durchgang 2 kann beginnen. 45 Minuten also noch in diesem ersten Gruppenspiel. Morales. Kimmich. Jetzt Ribéry. Und er schießt. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter. Oh ja. Und er trifft nicht.
da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Olave. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Neuer ist da mit der Faust. Sehr gute Aktion. Und jetzt Lewandowski. Jetzt Ribéry. Das macht er gut. Ja, das macht er besser. Wieso gibt er ihm den Ball wieder? Motivieren. Sie waren eigentlich schon geschlagen, aber haben dann irgendwie doch noch den Ball erobert. Da passt er auf und geht dazwischen. Müller am Ball. Müller, komm, gib. Jetzt holt er sich den Ball. Rückpass zum Torwart. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Könnte. Abwarten. Die Unterbrechung nutzt er jetzt. Es kommen zwei frische Kräfte. Zwei frische Kräfte. Jetzt wird's spannend. Okay. Wo will er hin? Wo will er hin? Wo schießt er hin? Gute Was? Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Die machen mich fertig. Und jetzt ist der Ball geklärt. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Neuer, komm. Kommt an den Ball. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt es zum Wechsel. Das könnte die Gelegenheit geben. Geht er rein? Die Bayern machen das Tor. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt. Ein absoluter Edeltechniker. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Beltran, da guckst du. Die Bayern rasieren. Sie rasieren. Nun Philipp Lahm. Sei der Schnellste. Bis die bei mir sind, bin ich da schon durch. Ey. Und damit sind sie am Ball. Oder auch nicht. So, gleich wird hier gewechselt. Jo, Bewegung an der Seitenlinie. Mario Götze jetzt. Unter die Latte und dann rein. Ribéry. Jo, mein. Mir, San Mir. Glück beim Abschluss, Buschi.
ja, Mia an die Unterkante der Latte, ein wenig höher und der springt wieder raus. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Wie eine Rasierklinge. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht es 5:0. Jetzt ist es natürlich leicht, das so zu sagen, aber den Spielverlauf hatten wir so erwartet. Ne, Muschi? Ja, bin ich bei dir. Ganz ehrlich, es gibt natürlich immer wieder mal Überraschungen im Fußball, aber an einem normalen Tag sind sie einfach das bessere, das auch individuell stärkere Team und das zeigen sie heute. Er setzt sich durch und jetzt, da kommt der Schuss. Tor, ganz stark gemacht. Götze. Ein Joker-Tor, er trifft nach seiner Einwechslung. Also das sind Millimeter, die hier dafür sorgen, dass der Ball doch noch ins Netz geht. Genau gezielt. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Tolle Leistung, kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient, das war ein wirklich starker Auftritt, einer der besten heute. Respekt. Einer der besten. Sie liegen deutlich vorn. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Warum? So, jetzt geht es also in die letzte Phase des Spiels und die Fans geben nochmal alles. Sie singen förmlich den Sieg herbei, Buschi. Ja, ich glaube, das wird auch funktionieren. Ihre Mannschaft ist klar vorn und die Anhänger können sich hier auf ein Happy End einrichten. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, bei der nächsten Unterbrechung. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Einwurf. Nicht Einwurf, das ist schon Zweiwurf. Jetzt wird er hier erlöst, Buschi. Er darf runter. Leider keine so gute Leistung heute, folgerichtig die Auswechslung. Bei 6:0 kann man auch nicht von guter Leistung sprechen vom Gegnerteam. Nein, nein. Dezimiert, würde ich sagen. So, wo werfe ich denn dann hin? Green. Erstmal freien Raum suchen, abgeben. Weihrauch. Der Angriff könnte was werden. Schuss! Gehalten, ganz stark. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Fast das 7:0. Aber nur fast. Schöner Versuch hier nach der Ecke, nur nicht präzise genug. Ganz knapp, eine richtig gute Gelegenheit. Gut gemacht, er spielt den Ball per Kopf weiter. Mario Götze jetzt. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Dann zieht er ab. Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Kein schlechter Versuch. Das hat er schon oft gesagt. Aber auch knapp daneben ist daneben. Ja.
Es geht noch weiter. 4 Minuten gibt es extra. Für was? Dafür, dass die 6 Tore kassiert haben? Götze. Ribéry. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Und jetzt setzen sie noch einen drauf. Und die einzig gute Nachricht für den Gegner, gleich dürfte Schluss sein. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das sieht nach verheerender Niederlage für den Gegner aus. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Ein einseitiges Spiel heute, aber gut, so ist das. Wenn bei einem Team irgendwie alles klappt und bei den anderen herzlich wenig zusammenläuft. Ganz starker Auftritt heute. Der Sieg war im Grunde nie in Gefahr, oder? Niemals. Sehr gute Leistung. Bei 7-0 kann man nicht sagen, dass der Sieg in Gefahr ist. Wie hast du die Leistung von Robben gesehen heute? Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung. So, bei diesem hervorragenden Sieg, bei diesem grandiosen, zerschmetterten Sieg, sind die 30 Minuten leider auch schon rum. So leid es mir tut, liebe Leute. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Entscheidet selber, ob es euch noch gefällt oder ob es zu lame ist oder keine Ahnung. Wie es ist, rein eure Entscheidung. Ich wollte es euch nur noch mal präsentieren in meiner Bibliothek und hoffe, ihr schaut mal wieder rein, wenn es heißt 30 Minuten mit oder was auch immer. Bleibt mir treu. Bis bald. Bye, bye.